Sie gehen davon aus, dass er bereits in Montoya den Besitzer gewechselt haben muss und laufen umgehend den Hafen an. Mann, hier kommen immer neue Komplikationen und jetzt haben wir hier so einen Flammensprüher. Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Anno Campanua. Ja, in der letzten Folge, da haben wir mal wieder einen Gefallen für Isabel Sarmento erledigt und haben weitere Leute gerettet aus der Geiselnahme durch die Purfuria. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir jetzt endlich den Kaufvertrag zu Prosperity bekommen. Allerdings ist der jetzt auf wundersame Weise, nachdem die Insel von Isabel Sarmento überfallen worden ist, verschwunden. Und um den jetzt wieder zu bekommen, haben wir eine Expedition losgeschickt. Ein Schiff, das jetzt von den Purfuriern diesen Kaufvertrag zurückbesorgen soll. Gucken wir uns mal an, ob das jetzt dieses Mal was wird. Ich schau mal gerade, ob man das hier vielleicht irgendwo sehen kann. Der Vertrag, da sind wir unterwegs. Das Schiff ist losgefahren. Wir schauen mal, wann sich unser Kapitän diesbezüglich wieder bei uns meldet. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, Aufgaben habe ich jetzt gar nicht mehr groß offen hier. Schließen Sie die Expedition, der Vertrag ab. Alles andere sind schon Expeditionen für die neuen Quests, beziehungsweise die neuen Kampagnen, die ja jetzt erstmal nicht Teil des Anno Campanua sein sollen. Ja, das heißt, wir können uns ein bisschen in der Zeit um die Optimierung unserer Inseln hier kümmern. Schauen wir doch mal schnell rein in die Statistiken hier am schönen... Oh, am Montag. Was haben wir denn hier? Also, wir gehen mal runter zu den Gütern der neuen Welt, ehrlicherweise, hier unten. Wir haben Bananen 6 von 6, das sieht gut aus, gebackene Bananen haben wir völlig ausreichend. Das sieht doch alles wunderbar aus, guck mal, Vollversorgung, sag ich mal hier, momentan. Wobei, warte mal, was war da mit dem Fischöl? Habt ihr das gesehen, auch aus dem Augenwinkel? Einmal schnell nochmal runter. Melonen waren es, nicht Fischöl. Ich dachte schon, wir hätten da wieder zu wenig. Okay, ein anderes Ziel war ja die Baumwolle. Schnell wieder zurück. Also, wir wollten eigentlich hier mal ein Schiff losschicken. Da ist es. Was jetzt mal hier voll lädt. Komm, dann nehmen wir auch gleich noch ein bisschen mehr Holz mit. Und dann wollten wir uns doch endlich mal hier eine Insel mit Baumwolle unter den Nagel reißen. Die ist zwar nicht groß, aber es ist immer noch besser als nichts, weil ich finde nichts anderes. Schaut mal, die hier oben hat zwar keine Baumwolle, die hat auch keine Baumwolle. Du, die hat Baumwolle, ist aber schon weg. Also wir haben die mit Baumwolle frei, wir hätten die frei. Die ist aber meines Erachtens nach noch kleiner, also die hat noch weniger Anbaufläche als diese. Ja, wobei die nehmen sich wahrscheinlich beide nicht viel. Ja, da waren wir leider einfach ein bisschen langsam. Die hier hätte Baumwolle, das ist aber Prosperity. Vielleicht kriegen wir die ja früher oder später, mal schauen. Und alles andere ist halt schon offensichtlich belegt, da können wir nichts machen, ne? Also, die beiden Fregatten, fahren wir mal ein bisschen hier raus. Die können ja mal hier so ein bisschen schauen. Hatte ich nicht gerade Kanonen geschenkt bekommen? 15 Stück. Damit könnte man doch mal hier, man weiß ja nie, was kommt, den Hafen ein bisschen absichern. Brauchen wir noch ein paar Bretter, das macht aber ja nichts. Ich setz das mal so hier hin. Okay, dann warten wir mal, bis wir die Bretter wieder zusammen haben. Die werden ja jetzt produziert. Und ich würde auch gerne hier dieses Kontor mal ausbauen. So, perfekt. Alles klar. So, jetzt. Das andere war, wie gesagt, Baumwolle. Wenn wir die Baumwolle hier bekommen, dann können wir nämlich in der alten Welt beginnen, unsere Pelzmäntel zu produzieren. Und die sind ja essentiell wichtig, um eben dann zur nächsten Bevölkerungsstufe, in dem Fall zu den Ingenieuren, aufzusteigen. Wir gucken mal gerade rüber, wie es hier so aussieht. Neue Befehle? Ob es vielleicht itemtechnisch was gibt, was uns interessiert. Beeinflusst Weberei, produziert extra Segel. Och nö, muss jetzt nicht sein. Fensterfabrik, ja, wir machen mal hier einen Reroll. Getreidefarm, Paprikafarm und Weinberg. Plus 40%. Produziert gelegentlich extra Sekt. Der ist aber verdammt teuer, den kann ich mir leider nicht leisten. Ansonsten ist das kein schlechtes Item. Schneiderei und Schneidergeschäft. Siederei. Warte mal, Siederei, negative Attraktivität, ersetzt Ausgangsstadt Talg, farbig das Gebäude Holz. Ja, nee, was haben wir hier? Eisenmine, Stahlwerk. Produktivität plus 20%. Das ist ein Item, was ich tatsächlich ganz nützlich finde jetzt für den Moment. Das nehmen wir mal mit. Hier könnten wir die Jagdhütten boosten, aber die Jagdhütten kann man besser statt mit Produktivität mit der Walddichte boosten. Dazu habe ich ein extra Tutorial vor einiger Zeit gemacht. Ich verlinke euch das mal gerade oben in der Infobox, wenn euch das Thema Walddichte und Anno 1800 interessiert.
So, was haben wir hier? Konservenfabrik statt der üblichen Arbeitskräfte. Mögen wir Arbeiter. Eines Tages an diese Küste ziehen. Ja, jetzt ist die Expedition auf dem Weg. Wir machen noch einen Reroll und gucken noch mal rein. Kirchen, Unterhaltskosten, Metzgerei, Arbeitskräfte erforderlich. Da wäre jetzt die Frage, ob die Metzger alle mit drin sind, denn wenn wir hier mal gucken, wir haben ja hier, guck mal, die Metzger sind alle mit drin, dann nehmen wir das Item aber mal auf jeden Fall mit. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil Das ist er hier und dann nehmen wir das auch noch mit und dann fahren wir mit den beiden Items mal schnell hier rüber. Zack, rein damit. Und hier haben wir nämlich noch einen Platz frei. Das heißt, wir können den Metzger da reinpacken und sparen uns dann hier dementsprechend ein paar Arbeitskräfte. So, ich sehe gerade, apropos Arbeitskräfte, also erstmal könnten wir vielleicht dieses Lagerhaus hier mal ausbauen. So. Und apropos Arbeitskräfte, wir haben schon wieder, also man muss wirklich sagen, schon wieder zu wenig Bauernhäuser. Das ist irgendwie so ein Kardinalproblem geworden tatsächlich. So. Zack. Und dann könnten wir auch eigentlich mal, weil ich glaube nicht, dass wir das noch ausbauen, oder? Wir lassen es mal offen noch, ist ja egal. Ich wollte hier unten eventuell eine Straße längs bauen, dass das hier mal zu ist, aber ist jetzt erstmal nicht so wichtig für den ersten Moment. Ja, ja. Okay, was gibt es hier für Meldungen? Es gibt Ruinen. Warum gibt es da Ruinen? Wieder aufbauen, bitte. Wieder zurück in die alte Welt. Und das löschen wir mal alles raus hier. So, da, Alarm, Alarm, Alarm. Einwohneraufgabe. Da gehen wir mal ran. Selbst mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Fotografieren, das ist doch unsere Spezialität. Selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach. Ja, ja, ja. So, was sollen wir denn fotografieren? Das Duell. Wo findet das denn statt? Direkt hier irgendwo. Guck mal, das Duell, das machen wir mal so. Hier, da sieht man richtig viel vom Duell. Weltklasse-Foto. Weiter geht's. Foto abschicken und... Wunderbar. 20 Nähmaschinen. Vielen Dank. Für so ein klasse Foto kann man sich auch mal 20 Nähmaschinen einverleiben. Gar keine Sache. Was ist mit meinem kleinen Segelschiffchen hier? Das ist verdammt langsam. Alles bereit. So, wir haben hier so ein Schiff übrig. Haben wir gerade Langeweile? Dann könnten wir... Ne, wir brauchen noch eine Kanone fürs nächste Linienschiff. Warten wir noch kurz ab. Aber noch ein Linienschiff wäre definitiv eine gute Idee. Schoner steht bereit. Schoner steht bereit. So. Und einmal ausladen, die beiden Items. Zap, zap. So, dann geht's hier hoch. Dann packen wir jetzt, schaut mal hier, wir haben 357 Arbeiterarbeitskraft. Jetzt kommt der Metzger da rein. Zack, haben wir 417. Weil die sind jetzt alle mal arbeitslos hier. Ja, nicht alle, aber ein Großteil. So, und das andere war für diesen ganzen Kram hier hinten. Guck mal, da haben wir wunderbar Platz. Da gehen wir mal hier hin. Nehmen uns die und setzen die einfach mal entspannt hier rein, die Handelskammer. Und dann kann Ette nämlich da rein und boostet dementsprechend hier die ganzen Produktionen ein wenig. Alles klar. Sieht doch sehr gut aus. Also schadet nicht schon früh im Spiel auch mit Items anzufangen. Das sind natürlich keine Items, die ich jetzt im Late Game irgendwie verwenden würde. Aber jetzt gerade am Anfang... Kann das schon was bringen und uns ein Stückchen weiter nach vorne katapultieren. So, die Bilanz könnte man noch ein bisschen verschönern, indem man hier mal noch sich ein paar Handwerker gönnt. So. Die verkaufen da Inselanteile hin und her, der George und der Malching. Sollen sie machen, ist mir ziemlich egal. So, wäre es jetzt ein Multiplayer-Spiel, würde ich übrigens jetzt anfangen, mehr... Kanonengießereien zu bauen, weil Kanonen kannst du im Multiplayer-Spiel nie genug haben. Das ist nämlich kriegsentscheidend. Du solltest Geld am Ende haben im Multiplayer-Game und immer massig Kanonen, damit du eben permanent in mehreren Werften dann Schiffe vorproduzieren kannst. Okay. Ja, das sieht auch hier jetzt alles ganz gut aus, muss ich sagen. Hier oben unsere Agrar. Auch hier können wir vielleicht einmal gerade durch die Statistik fliegen. Wir haben zu wenig Baumstämme momentan, was aber, glaube ich, damit zusammenhängt. Also wir haben nicht zu wenig, wir produzieren zu wenig, wir haben aber genug eben. Das ist das Ding. Das heißt, das Lager ist einfach voll, deswegen wird da nichts mehr produziert. Hier haben wir minus 3 Wolle. Wir haben zu wenig Wolle, das mit der Tuchweberei oder mit der Segelweberei bestimmt zusammenhängt. Das sieht aber alles sehr ordentlich aus. Hier Kohle ist ein bisschen wenig. Also es würde nicht schaden, noch ein bisschen mehr Kohle zu produzieren. Das lässt sich entweder durch eine Köhlerei lösen oder wir gucken mal, vielleicht haben wir ja irgendwo sogar noch eine Kohlemine hier auf der Insel. Ne, wir haben nur eine leider. Hier lässt sich nicht mehr machen. Dann müssen wir mal noch eine Köhlerei gerade irgendwo hinsetzen. Ach komm, die können wir einfach hier so dran setzen. Die dann auch noch 100? Ja, sieht doch gut aus. Die kriegen wir nicht noch in den Radius, ne? Ne, das ist, glaube ich, utopisch ist das.
Wobei, wenn wir die tauschen, wenn wir die tauschen würden, guck mal, nehmen wir die mal hier weg, schieb die da rüber mit ihren 100%, setzt die hier wieder dran. So, dann ist das nämlich auch da drin und dann produziert die nämlich auch mehr. Guck mal. Ha! Sehr gut. Okay, dann sollte das Kohleproblem jetzt gleich. Es gibt schon wieder Ruinen. Warum wird denn immer dieses Ding abgerissen? Ach, weil ich da keine Straße dran habe, ich Otto. Oh Mann, ey. So. So ist richtig. Okay, nächstes. Hier ist nichts los. Perfekt. Wir haben ziemlich viel Geld gerade, sehe ich. So, was ist mit der Expedition? Das dauert mir alles sehr lange, muss ich sagen. So, wir haben auch schon ein Varieté, sehe ich. Wir haben eine Universität gebaut. Ist ja alles schon da. Braucht man ja gar nichts mehr groß machen. Was haben wir hier bei Items so übrig? Rathaus, Schule, Küche. Ja, nee, das ist ja alles Bullshit. Würde 6.000 bringen, würde 4.000, 10.000. Können wir eigentlich mal kommen. Wir verkaufen den Quatsch mal. Das ist auch so ein Tipp fürs Early Game, wenn ihr durch diese Einwohneraufgaben oder auch durch die KI-Aufgaben, wenn ihr da Items bekommt, mit denen ihr so nichts anfangen könnt, selbst wenn die noch so wenig wert sind, fahrt die doch irgendwo hin und verkauft die einfach. Dann kriegt ihr immerhin Geld. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, am Anfang Geld zu verdienen. Und das wäre halt eine davon. Items, die man durch Aufgaben verdient hat, einfach wieder verhökern. Hier beim Archibald oder beim Eli oder wo auch immer. So, warten wir drauf. Der fährt darüber. Wie sieht es hier unten auf unserer Insel aus? Hier wird eifrig produziert. Hier werden eifrig... Ja, das sieht doch gut aus hier alles. Wir haben auch genug Arbeitskraft. Hier wird natürlich kein Holz mehr produziert, weil das Lager voll ist. Hier gibt's... Ah, jetzt. Warte mal, aber ich habe gerade gesehen, hier gibt's Kohle. Das wäre gar nicht so falsch. Dafür müssten wir aber gleich erstmal Arbeiter hier produzieren noch. Ah, weiß ich nicht, ob ich das will. Wir gehen erstmal in die Expedition rein da. So. Sie unser Anker. Verfolgung der Pyrphorier. Die Pyrphorier entkommen mit dem Vertrag. Im Schutz des Pulverdampfes der Schlacht setzt sich ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab. Der ganze Angriff muss ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, um die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Sie und Hannah werden die Wahrheit nie erfahren, wenn sie sich nicht zurückholen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Falle einer Verfolgung könnten sie es vielleicht einholen. Da nur wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen, können sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Ah ja, das Schiff fliehen lassen und versuchen, seinen Zielhafen zu ermitteln. Da hätten wir eine Erfolgschance von plus 22% oder dem Ausguck vertrauen, dass sie in Reichweite bleiben. Ich würde sagen, wir machen das mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit. Da, wir haben sie, strahlt der Navigator. Sehen Sie hier. Der Finger zeichnet eine Route hinter die Insel Ventura nach. Bemerkenswert, wie wenige Möglichkeiten sie haben. Montoya ist der einzige Hafen im Umkreis von über 100 Seemeilen, den sie gefahrlos anlaufen können. Und tatsächlich fangen sie eines der winzigen Schiffe vor Montoyas glitzernder Bucht ab. Es mag ihrem eigenen Schiff nicht gewachsen sein, aber wenn sie es versenken, wird der kostbare Vertrag wahrscheinlich ein Opfer der Wellen. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja gern den Vertrag trocken haben, nicht im Wasser. Hier gibt es also, versuchen das Schiff bewegungsunfähig zu machen, zusätzliche Erfolgschance 15%, versuchen das Schiff zu entern, wir machen das mit 15%, bewegungsunfähig machen. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Aha. Ins Schwarze, der perfekte Schuss. Wenngleich ein schmales Ziel, bricht der Mast durch und begräbt einen Großteil der Mannschaft unter einem Gewirr aus Segel und Takelage. Und das Schiff liegt tot im Wasser. Nachdem sie das Schiff übernommen haben, findet ihre Mannschaft eine raffiniert aussehende Maschine, aber keine Spur des Prosperity-Vertrages. Sie gehen davon aus, dass er bereits in Montoya den Besitzer gewechselt haben muss und laufen umgehend den Hafen an. Mann, hier kommen immer neue Komplikationen und jetzt haben wir hier so einen Flammensprüher. Ah ja, gut, das heißt, wir können jetzt ein pyrphorisches Schiff aus unseren Schiffen machen. Wir nehmen das Ding mal mit. Und jetzt geht's hier zusätzliche Rationen und dann wird halt weitergemacht. Mein Gott. Okay, wir waren gerade dran. Wir könnten hier Kohle abbauen. Dafür bräuchten wir aber hier auch Arbeiter. Also, das ist ja eigentlich kein großes Ding, ne? Wir machen also hier so einen Fischer hin, der sich so ein bisschen um die Kollegen kümmert. Und dann brauchst du halt auch hier noch so eine Schäferei, also so eine Arbeitskleidungsproduktion insgesamt. Dann nehmen wir wieder das viereckige Layout hier. Hier boosten wir das aber tatsächlich jetzt nicht mit
mit Silos, sondern machen das einfach nur so. Warten dann mal ab, bis die soweit sind. Und so lange können wir aber ja schon anfangen. Ach nein, warte, die Kohlemine ist hier. Und können die ja schon mal hier draufsetzen und schließen das dann einfach hier so an. Jetzt ist die Frage, kommt die bis zu dem Lagerhaus? Natürlich nicht. Wenn ich das Lagerhaus jetzt hier hinsetze, kommt der noch bis zu dem Lagerhaus? Jawollo. So, dann hätten wir das hier doch schon mal funktionieren. So lange können wir die ja noch ausschalten. Wann geht's hier denn mal weiter? Wann geht's hier denn mal weiter? Ja, wenn wir Arbeiter auf der Insel haben, liebe Leute. Okay, also dann würden wir von hier Kohle holen. Können wir ja hier schon mal einstellen. Also bitte auch Kohle mitnehmen, alsbald es welche gibt dann demnächst. So, okay. Also Kohleversicherung wird jetzt verbessert. Versicherung, Versorgung. Warte, es ist früh morgens noch. Ich habe schon wieder einen Sprachfehler. So, was können wir noch machen auf der Insel, die toll ist? Es gäbe hier auch noch Eisen. Ich glaube aber, wir gucken mal schnell. Eisen ist jetzt nicht so unser Thema, oder? Warte mal, da müssen wir nur gucken. Ja, 8 von 8. Perspektivisch braucht man da vielleicht mehr von. Jetzt momentan ist es noch nicht so dramatisch. Wie sieht das mit der Paprika-Versorgung aus, wenn wir mal beide Inseln nehmen? Hui, da, wir brauchen 1 von 1, machen 1 von 5. Ja, das ist eigentlich alles in Ordnung. Es könnte nur sein, wenn wir gleich Ingenieure haben, dass wir mehr Fleischkonserven brauchen und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir tatsächlich hier dann doch nochmal eine dran bauen. So. Und dann geht's hier weiter. Mit ein bisschen Paprika-Versorgung. Jo. Und so. Und so. Und so. Und. Na. So und so. Und dann hier die Ecke vielleicht noch irgendwie so und so. Und dann kommen noch mehr Paprikas da oben an. Die Rinder machen wir, glaube ich, oben in Heinzhausen. Ne? Also wir brauchen ja für die Konserven derzeit, solange wir noch nicht dementsprechend mit Items arbeiten, brauchen wir ja Paprika und Rinder. Und ich gucke jetzt mal gerade nach dem Rindfleisch. Da haben wir auch nur eins, was produziert wird. Das heißt, da bräuchte man dann auch mal mehr. Produzieren die nur alle 2 Minuten? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Lass mal gerade gucken. Tatsächlich, alle 2 Minuten Rindfleisch. Ja, wenn wir da jetzt noch eins mehr bauen, dann hätte das ja auch wieder ein Silo. Da ist jetzt die Frage, ob wir denn dann noch genug Getreide da oben haben. Nee, Getreide hängt nämlich auch genau am Limit. Weißt du, manchmal baust du dann ein Gebäude von einer Produktionskette mehr und dann zieht das so einen ellenlangen Rattenschwanz nach sich, weil dann x Produkte auch mehr Bedarf haben. Sieht man ja jetzt schon. Also wir bauen eine Konservenfabrik mehr, dann brauchst du ein Paprika mehr, brauchst ein Rindfleisch mehr. Für das Rindfleisch brauchst du wiederum ein Getreide mehr. Hör auf. Getreide mehr können wir aber ja eigentlich entspannt hier oben nochmal eins hinbauen. Hier ist ja irgendwie so unsere Getreideecke tatsächlich. Guck mal, bauen wir den mal. Wir machen erstmal eine Straße hier hin. Und ja, so eine schnelle muss es eigentlich nicht sein, aber ist mir egal. Klopfen Sie sich den Staub ab und legen Sie los. Ich will nichts zerstören. So, wir nehmen also jetzt das hier und bauen dann hier nochmal so eine Getreidefarm hin. Hello, I'm the farmer. Okay, und jetzt braucht die natürlich auch noch Felder und dann gucken wir mal, ob das hier noch reicht, was wir hier an Platz für Feldern haben. Das reicht dicke. Dicke. Wobei natürlich der Platz für die Felder, wenn wir später mit arbeiten, jetzt dann ein bisschen grenzwertig wird. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt. Da müssen wir dann einfach nochmal umbauen und vielleicht ein, zwei Farmen wieder rausnehmen. So, jetzt haben wir die Getreidefarm mehr und eine Getreidefarm mehr bedeutet, dass wir jetzt hier dieses ganze Layout einfach mal kopieren. Ja, okay. Nochmal kopieren das Layout. Und das, ja, wo setzen wir es denn hin? Da so. Was würde da dann reinpassen? Irgendwas mit 2. Da wird eine Feuerwehrwache reinpassen, was vielleicht gar nicht so doof ist. Warte mal. Zack. Nee, das ist keine Feuerwehr. Die Expedition verlangt wieder unsere... Ach, da passt natürlich keine Feuerwehr rein. Was war denn das für ein Fail? Die ist ja 3 breit. Lassen wir erstmal so. Ist nicht schön und nicht effizient. Aber wir gehen lieber nochmal gucken hier, was er wieder für uns hat. Montoya. Der Vertrag und die Pyphoria müssen hier in Montoya sein. Aber wo? Die Stadt breitet sich unter einem pastellblauen Himmel vor ihnen aus und das unverkennbare Kalkweiß und Terrakotta des imperialen La Corona leuchten entlang des schmalen Mündungsarms des Mixquattl, wo er in den Ozean fließt. Wie poetisch hier alles ist.
Doch von Beschaulichkeit keine Spur. Angst zeichnet sich auf dem Gesicht jedes Passanten ab. Sie müssen wissen, wer sie sind und was sie suchen, aber jemanden zu finden, der mutig genug ist, sein Wissen zu teilen, gestaltet sich schwierig. Sie können herumfragen oder sich stattdessen auf ihre eigenen Augen verlassen, um Hinweise zu finden. Die einheimischen Montoyaner fragen, ob sie etwas wissen, die Stadt durchstreifen und nach Hinweisen suchen. Ich würde sagen, wir fragen. Wobei Redegabe hatten wir nicht, Jagdglück haben wir auch nicht. Wir fragen einfach mal. Der weinerliche Appell ihres Attachés hat mehr Erfolg, als jeder, der ihn gehört hat, erwartet hätte. Natürlich stehen wir ihnen gegen dieses schreckliche Übel bei, sagt ein Einheimischer fröhlich und führt sie ans Ende des Kais, wo ein ziemlich verfallenes Lagerhaus steht. Hier ist es, wir alle zählen auf sie, flüstert er aufmunternd, während er auf die Tür zeigt, bevor er davon eilt. Die Lagerhaustür aufbrechen und hineinstimmen, zusätzliche Erfolgschance 10%. Einen Weg finden, um sich hereinzuschieben. Wir rein mit Gebrüll! Natürlich werden sie bereits von den Pyphorien erwartet. Das Lagerhaus scheint eine Werkstatt zur Herstellung devotionaler Skulpturen zu sein und die Tische wurden umgekippt und dienen nun als Barrikaden. Kugeln fliegen zwischen den vielen hundert steinernen Abbildern der Göttin Pyr hin und her und fällen Männer auf beiden Seiten. Schließlich erweisen sich die Kultisten als zu wenige. Nachdem sie die Toten geehrt haben, durchsuchen die Überlebenden das Lagerhaus. Sie finden keinen Vertrag, aber vom Boden starrt sie ein feuriger Oculus an. Ein Traktat der Pyphorier. Boah! Eine Einladung zu einer Versammlung im Casado anwesen. Na dann, okay. Und es geht weiter. Nächste Etappe, zusätzliche Rationen bereitstellen. Ja, also uns hält hier definitiv diese Expedition und die Suche nach dem Kaufvertrag von der Insel im Schach. Guck mal, wenn wir jetzt gerade hier Getreide gebaut haben, dann können wir auch dieses Silo noch ausbauen und können dann mehr Wolle herstellen. Also, ich bin mal gespannt. Wir kümmern uns noch einmal schnell um die Zeitung hier. Ich würde sagen, da kommt wieder mehr Zufriedenheit für uns in Frage und auch weniger Bedürfnisse. Guck mal, wir können... Nein, wir machen mal noch ein bisschen mehr. Was war das denn jetzt? Nein. Moment. Hier war mehr Geld angesagt. Und da machen wir auch mehr Geld. So. Und jetzt veröffentlichen. Ich würde sagen, wir gucken mal, wie diese Geschichte ausgeht, ob wir den Kaufvertrag der Insel Prosperity noch finden. Ich hoffe doch schwer, um so die Unschuld unseres Vaters beweisen zu können, der ja wohl zu Unrecht ermordet worden ist. Wir werden es rausfinden, und zwar in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Heinz.